Okay, anderer Versuch. X mark the spot. Also X markiert den Platz. Ich versuche es einfach hinzubekommen, dass Gelb ein X bildet. Das heißt, er darf einfach nur nicht auf die Felder da was setzen. Was er nicht gemacht hat. Sehr gut. Das heißt, jetzt setze ich hier hin. Genau, er will gar nicht gewinnen. Es geht gar nicht ums Tic-Tac-Toe spielen. Es geht nur darum, dass wir an den richtigen Feldern die Punkte setzen müssen. Er setzt dahin, sehr gut. Dann setze ich jetzt hier hin und habe gewonnen. Also, weil ich es gelöst habe, nicht weil ich Tic-Tac-Toe gewonnen habe. Ja, sehr gut. Danke. Oh. Irgendwo ging Stein auf Stein auf. Warum ist das so duster? Ich habe doch Licht angemacht. Hier unten ist irgendwas komisch. Aber das Licht scheint nicht so weit zu kommen. Okay, du isst was. Und irgendwo ist noch eine Wand aufgegangen. Also ich habe definitiv Stein auf Stein gehört. Aber es wird nicht ganz hier hinten gewesen sein. Müssen wir nochmal spielen? Oh, jetzt sind wir in der Mitte. Müssen wir jetzt gewinnen? Das könnte gut sein. Ja, aber da wir anfangen und da wir den zweiten Zug machen dürfen, ist das ja nicht wirklich eine Kunst, oder? Gucken wir, ob ich das verbocken kann. Also jetzt hier. Achso, jetzt muss ich das X bilden. Es geht wieder nicht ums Gewinnen von Tic-Tac-Toe, sondern einfach nur ein Muster setzen. Oh. Oder doch? Er hätte da nicht hinsetzen dürfen. Hm. Vielleicht muss ich ihn daran hindern, dass er auf die Felder setzt, wo ich mich hinsetzen müsste, um das X zu bilden. Yeah. Also gut, da sind wir. Ich muss es hinbekommen, dass er auf dem und dem Feld was setzt. Also markiere ich hier. Er macht da, das ist gut. Dann markiere ich jetzt hier und hoffe, dass er hier versucht, Gelb zu setzen, um dann ich hier keine Dreierreihe hinbekomme. Auch wenn das Spiel gar nicht wirklich wichtig ist. So könnte er programmiert sein. Tut er aber nicht, wenn er es falsch gesetzt. Schon kann ich kein X mehr bilden. Ich könnte jetzt Tic-Tac-Toe machen. Ja. Das verändert nichts. Die Tür geht dadurch nicht auf. Okay. Anders. Ich setze mir jetzt einfach auf die Felder, wo ich mich vorher auch schon aufgesetzt habe und bilde ein Kreuz. Ach. Also manchmal scheint es wirklich so zu sein, als wenn er dagegen anarbeitet, dass ich eine Dreierreihe mache. Und manchmal ist es einfach total willkürlich. Obwohl, so könnte das was werden. Oder auch nicht. Aber der Ansatz war gut. Vielleicht ist es auch kein richtiges Tic-Tac-Toe, sondern man muss einfach nur drei in eine Reihe bekommen, auch um Ecken herum. Oder zumindest versucht, der gelbe Punkt das so hinzubekommen. Ja, also nochmal hier. Das ist richtig. So. Jetzt baue ich hier hin. Er wird da einbauen. Oder nicht. Aber als nächstes würde er versuchen, da hinzubauen, um da diese Dreiecke hinzubekommen. Soweit alles sehr gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinsetze, muss er da hinten hinsetzen. Und wir hätten das X. Yay, sehr schön. Boah, doofes Ding. Stirb. So. Wozu bist du? Okay. Bisschen Tanzfläche schaffen. Feuerzauber vorbereiten. Blitzstrahl vorbereiten. Waffenkammer. Also
Rüstkammer eigentlich. Aber erstmal will ich gucken, wo die... Oh, hier sind Rehe. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich weiß, wo wir sind. Hier kommen gleich die Dinos. Oh. Und das ist auch nicht schön. Da ist ein Dreher gewesen. Und gleich kommt noch ein Dreher, genau. Gleich kommen Dinos. Die sind... Okay. Oh, Schalter. Ein Schalter, der irgendwas gemacht hat. Kein Stein auf Stein. Kein Geknirsche, kein gar nichts. Wir wollen nicht... War da gerade Feuer? Oh. Temple Grounds. Übertreter werden zu Tode gejagt. Du wurdest gewarnt. Jo, hier ist definitiv der Bereich, wo Dinos waren. Und die sind... Die sind damals respawned. Aber wenigstens können wir die mit beiden Magiearten angreifen. Die halten gut was aus. So. Jetzt haben wir aber definitiv keine Essensprobleme mehr. Also Schritt für Schritt versuchen die umzubringen. Und ich hatte damals sehr viele Theorien, durch was sie spawnen. Die eine war Zeit. Die andere waren Türen, die man öffnet. Die andere waren Türen, die man durchschreitet. Und das andere war, glaube ich, Etagenwechsel. Ich brauche eine bessere Tanzfläche. Feuerball. Oh, 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 oh. Zwei sind nicht gut. Zwei sind ganz und gar nicht gut. Drei sind noch viel schlechter. Vier sind noch viel, viel schlechter. Ich bin mitten in den drin. Das. Geh mal weg, genau. Oh, oh. Ja, kaputt. Bring mich um, du Hund. Okay, Dino. Aber die Bin hat bis zuletzt durchgehalten. Dafür ist sie echt gut. Und der letzte Speicher war... hier? Okay. Also wieder runter und dann den Checkout Room machen. Ach, alles nochmal machen? Nee, ne? Das ist nicht schön. Hatte ich nicht abgespeichert? Oh Gott, verdammt. Okay, Feuerelemente umbringen. Diesmal die Schriftrollen nicht vorlesen, sinnigerweise. Dann müssen wir es eigentlich recht schnell wieder hinbekommen, das alles zu rekonstruieren. Und diesmal auf jeden Fall abspeichern gleich. Und zwar ordentlich abspeichern. Wurzel. Kaputt. So. Essen kann mit. Jo. Ja. Ist der Blitzschalter zwischen zwei Feldern durchgeflogen? Ja, komisch. So. Stirbt, Lump. Oh. Warum verfehlst du mit dem Ding? Relativ häufig. Okay, dafür, wenn er trifft, trifft er manchmal öfters. Und das letzte bisschen Energie ist jetzt weg, aber das macht nichts, denn hier drin war ja eh nichts. Glaube ich. Doch, war. Hier war noch ein Feuerelementar drin. Genau, du. Wir haben keine Energie mehr. Gut, dann halt hier. 19, 15 und noch irgendwas. Das ist doch mal richtig mau. Also die
dieser Flurry of Slashes oder wie der heißt, also die 3-4 Attacken auf einmal, das kann man echt knicken. Ein stinknormaler Step macht er mir. Wie heißt der? Slash mit Stufe 10 und Thrust mit 23. Hm. Okay, vielleicht könnt ihr auch noch critten oder so. Da, Slash, 65. 3x15 ist weniger als 67. Oh. Okay, ich darf das nicht immer mit den Magiern vergleichen. Ein 50er Treffer, der nichts kostet wirklich. Obwohl, seine Energie ist ganz schön runter. Ja, dann merke ich mal fleißig weiter. Also das hier war die Schriftrolle, die wir brauchen. Die erstmal aussortieren. Die kann weg. Das ist der Code. Der kann weg. Der kann weg. Das hier waren die anderen 9. Die kommen alle auf den Haufen. Nur für den Fall, dass wir sie für irgendwas brauchen. So. Jetzt sollten wir uns eine ruhige Ecke suchen und erstmal schlafen. Dann können wir den Checkout Room machen. Der war hier. Tic-Tac Room, nicht Checkout Room. So, kommst auch noch mit. Jetzt wird geschlafen, dann gespeichert. Dann werde ich wahrscheinlich das im Zeitraffer machen. Obwohl, nö. Jetzt, wo ich weiß, wie es funktioniert, dürfte es ja eigentlich einigermaßen schnell klappen. Aber das müssen wir in der nächsten Folge gucken. Und mit den Dinos? Wir müssen die echt umbringen, zurückziehen. Wir dürfen auf keinen Fall reinlaufen. Das sind einfach viel zu viele, da können wir uns nicht durchwuseln. Warte mal, wir haben Unsichtbarkeit. Okay, wir könnten uns vielleicht durchwuseln, aber es wird wahrscheinlich langfristig keine gute Idee sein. Aber wir dann noch öfters durch müssen. Sollten die wirklich einmal alle umbringen. Und wenn die wirklich respawnen, dann respawnen vielleicht nur ein Teil davon. Aber gut, jetzt richtig abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.